für jeden, der dies liest. Ich schreibe dieses Tagebuch für den Fall, dass noch jemand an diesem Krankenort gefangen wird. Im Folgenden findest du meine Geschichte und ein paar Tipps, die dir helfen könnten, zu überleben. Vielleicht wirst du einen Weg aus diesem Wahnsinn finden. Ich habe schon alle Hoffnung aufgegeben. Ich wachte auf in einer Ecke eines sauberen, quadratischen Flurs. Ich erinnerte mich an nichts darüber, wie ich hierher gekommen war, wie lange ich weg war, was ich zuvor getan hatte, sogar nicht einmal, wer ich war. Der Boden war grün und die Wände waren, so schien es, aus abgerundeten Betonsteinen hergestellt. Das erste, was mir auffiel, war das Outfit, das ich trug. Ein weißer und blauer Anzug mit einem großen, schweren Helm, den ich nicht ausziehen konnte, egal wie sehr ich es versuchte. Es sah aus, als wenn ich getestet wurde oder sowas. Ich sah fast aus wie ein Dummy, aber das komplett weiß und blau war. Beide Enden des Flurs wurden mit Mauern verschlossen und neben mir war ein kleiner Vorrat an etwas, welches Sprengstoff zu sein schien. Ich bemerkte, dass es keine Lüftungsgitter oder andere Löcher gab, um ehrlich zu sein. Ich fand mich selbst schwer atmend und merkte, dass die Luft zur Neige ging. Ich musste hier raus. Schnell. Ich betrachtete meine Möglichkeiten und es gab nichts, das ich tun könnte, außer einer Sache. Ich untersuchte die Mauer auf einer Seite. Sie sah nicht allzu robust aus, um genau zu sein. Sie sah aus, als hätte sich einer beeilt mit dem Versuch, mich einzumauern. Der Sprengstoff war also nicht zufällig hier. Ohne noch weitere Zeit zu verschwenden, packte ich alles und stellte eine Ladung auf die Mauer. Dann versteckte ich mich hinter dem einzigen Ort, den ich gedacht hatte. Hinter der Ecke. 3 Sekunden später war die Mauer Geschichte. Der Sprengstoff erwies sich als ziemlich stark, obwohl es noch nicht einmal die Betonwände hat verschrammen lassen. Mein Helm hat den meisten Ton gedämpft, doch die Flammen haben die Ecke fast erreicht. Als es vorbei war, nahm ich einen tiefen Atemzug, gefolgt von einem Seufzer der Erleichterung, als der Korridor mit frischer Luft aus dem äußeren Teil gefüllt war. Ich ging durch das, was links von der Wand war, und sah mich um. Ich war in einem Labyrinth von Gängen wie dem, in dem ich aufgewacht bin. Ich merkte schnell, dass es eher an eine riesige Halle mit dicken, kubischen, gleichmäßig verteilten Säulen erinnerte und die schwachen Ziegelwände dazwischen an scheinbar zufälligen Orten platziert wurden. Zumindest so, wie es gebaut wurde, werde ich nicht verloren gehen. Ich könnte meine Koordinaten leicht in Bezug auf meinen Standpunkt verfolgen, die sich in einer Ecke der Struktur zu befinden schienen. Ich ging durch ein paar Kreuzungen und Sackgassen, bis ich auf S stoß. Ein riesiges, schwimmendes, durchscheinendes Ding, das wie eine Glühbirne geformt war, schwebte lautlos hinter einer Ecke und nahm eine Wende in meine Richtung. Es hatte vorne ein paar Augen, konzentrierte sich auf mich. Die Distanz zwischen uns wurde geringer. Ich stand eine Weile dort, gelähmt von der Angst, und lief dann weg. Das Ding bewegte sich nicht schnell, aber es stoppte nicht mal für eine Sekunde. Und egal wie einfältig und leicht zu täuschen es schien, gelang es mir, es in eine Sackgasse zu locken. Mit nichts zu verlieren, warf ich eine Bombe auf den Boden hinter mir und sprang in eine Nische rechts, bevor es den Flur mit Lärm und hellen Flammen füllte. Als ich schließlich hinter der Ecke hervorlugte, bemerkte ich, dass dort keine Spur von der Kreatur hinter mir war. Ich war nicht sicher, ob ich es tötete oder es einfach beim Anblick der Explosion weggelaufen ist. Aber dies schien unmöglich. Immerhin schien es so gelangweilt wie ein Zombie auf Antidepressiva. Bei einem genaueren Blick sah ich, dass eine der Mauern bei der Explosion erwischt wurde. Dort gab es weitere Vorräte an Sprengstoff. Diese schienen sich von den anderen zu unterscheiden, die ich bereits trug, und so probierte ich eine der Bomben aus, um herauszufinden, dass diese mindestens doppelt so stark wie die andere ist. Jedoch zeigte es noch keine Auswirkungen auf die Außenwände. Ohne zu überlegen, ließ ich die alten Bomben dort liegen und nahm stattdessen die neuen mit. Die Kreatur war nirgends zu finden.
Der Gedanke, dass diese Dinger getötet werden können, gab mir etwas Zuversicht. Schließlich waren sie so dumm. Es wäre kein Problem, sie mit einer sorgfältigen Planung über eine dieser Bomben zu locken. Es dauerte nicht lange, bis ich sah, was ich erwartet hatte. Zwei mehr von diesen Dingern. Total identisch auf mich zukommt. So schnell, wie ihre primitiven Körper konnten. Ich lockte sie in einen, meiner Meinung nach, sinnvollen Ort dafür und wartete auf das Ergebnis. Wie vorhergesagt, blieb nichts von ihnen übrig, außer ihren primitiven Augäpfeln, die sich schnell auflösten, nachdem sie auf den Boden fielen. Jetzt wusste ich ohne Zweifel, dass ich sie töten konnte. Es wurde Zeit, hier rauszukommen. Nach dem, was wie eine Ewigkeit aus Sprengstoff platzieren schien, enthüllte eine der zerstörten Mauern eine Tür zu einer Art Aufzug. Er rührte sich nicht, obwohl, so dachte ich, es muss einen Weg geben, um es von irgendwo anders zu öffnen. Kurz nachdem ich ein paar mehr von diesen Dingern begegnete und ich damit fertig war, hörte ich einen Summer in der Ferne. Ich wusste, woher es kam, also eilte ich zur Tür. Der Aufzug hatte keine Tasten, und sobald ich ihn betrat, schloss ich die Tür hinter mir und die Lichter gingen aus. Bevor ich begriff, was geschehen war, stand ich in der Ecke eines sauberen, quadratischen Flurs mit grünem Boden und weißen Wänden. Ich ging durch fünf weitere Hallen, mehr Sprengladungen findend und eine Fernzündung für sie, bevor ich zusammenbrach. In meinem Versuch, einen Ausweg zu finden, verlor ich die Zeit. Ich hatte einen Traum. Es überraschte mich nicht. Ich war in derselben grünen und weißen Halle. Aber es gab keine Wände zwischen den Säulen und es gab keine Tür zu finden. Stattdessen gab es mehrere dieser Kreaturen im Umlauf. Ich tötete sie ständig, aber es kam immer mehr. Ich beging einen Fehler und detonierte die Bombe zu früh, nur um zu erkennen, dass es mir nichts macht. Ich erkannte, dass alles nur ein Traum war, und wachte auf. Ich werde weitermachen. Ich traf einige andere Arten von Lebewesen auf meinem Weg. Alle so primitiv, aber einige bewegten sich schneller als die anderen. Ich muss vorsichtig sein, es wird schlimmer. Ein weiterer Saal. Ich habe etwas Seltsames gefunden. Ein paar Rollschuhe. Wer zur Hölle würde ein paar Rollschuhe an so einem verdammten Ort zurücklassen? Dann dachte ich nochmal darüber nach. Der Boden schien flach und hart genug zu sein, damit diese funktionierten. Ich konnte mich schnell bewegen, ohne selbst schnell müde zu werden. Was habe ich schon zu verlieren? Ich legte sie auf, perfekte Passform. Wie ich vorhersagte, zog ich schneller und leichter durch die Hallen. Ich sehe wahrscheinlich total bescheuert aus, ein weißer Dummy auf Rollschuhen, der Bomben platziert und nach einem Ausweg sucht. Dennoch glaube ich nicht, dass mich jemand beobachtet. Wenn dies eine Art krankes Experiment wäre, ist es wahrscheinlich gescheitert und verlassen worden. Was könnte die Existenz der Dinge direkt aus der Ursuppe, aber größer als eine Person zu erklären? Ich werde weitermachen. Ich kann die Zimmer jetzt zu einem viel schnelleren Tempo leeren. Vielleicht finde ich einen Weg aus dieser Hölle, bevor ich zusammenbreche. Warte. Das ist es. Ich fühle mich nicht hungrig oder dehydriert, so scheint es. Vielleicht ist es das, was sie hier testen. Wahrscheinlich werde ich es herausfinden, wenn ich weitermache. Ich kann es nicht mehr. Es ist eine endlose Schleife von Fluren und Monstern. Ich hatte den gleichen Traum wieder. Hat meine Unbesiegbarkeit irgendetwas zu bedeuten? Irgendwann finde ich noch mehr Sprengstoff und einige der gleichen werde ich schon eingesammelt haben. Ich traf eine neue Art eines Monsters. Es ist eine Art von einem blauen Schleim, aber das Schlimmste ist, es scheint die Mauern zu ignorieren. Ich habe Angst,
Jetzt gibt es keinen sicheren Ort mehr für mich. Ich sitze in einer Ecke, als ich das hier schreibe. Suche mich nervös um. Wenn sich zwei dieser Dinger zusammentun würden, würde ich erledigt sein. Ich habe einen neuen Gegenstand gefunden. Es ist eine Spritze mit etwas Blauem drin. Ich kann mir nicht helfen, aber an diese Uses zu denken. Scheiße, ich habe etwas gehört. Ich muss laufen. Es musste nach einer Weile geschehen. Zwei Uses haben mich bewusst erwischt. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe mir selbst diese blaue Scheiße injiziert. Es stellte sich heraus, dass ich jetzt durch die Mauern gehen kann, obwohl sich die Betonwände nicht einmal rühren. Ich werde weitermachen. Bis zu diesem Punkt hatte ich nichts mehr, worüber ich schreiben konnte. Der Traum kommt immer wieder. Unter anderem Mist fand ich eine weitere Spritze. Diese ist blutrot. Nichts anderes passiert, außer einer anderen Kreatur, die vor einer Wandkreuzung auftauchte. Aber sonst gab es nichts Neues. Vielleicht bin ich kurz vor dem Ende dieser Hölle. Aber ich habe nichts zu verlieren. Ich beschloss, die Flüssigkeit auszuprobieren. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Das war's. Ich bin immun. Ja, du hast richtig gelesen. Immun gegen Feuer. Ich sprenge mir meinen Weg durch die Hallen mit Lichtgeschwindigkeit, aber das Gefühl, dass ich nirgendwo am Ende bin, ist wieder da. Es ist absolut nichts Neues passiert. Ich fange an, mich daran zu gewöhnen. Ich habe alle Hoffnung verloren. Dies wird niemals enden. Ich lasse diese Notizen nun hier. Vielleicht wird jemand von ihnen Gebrauch machen. Ich werde weitermachen. Ich bin ziemlich unaufhaltsam an dieser Stelle. Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. Aber ich glaube, ich könnte ein Schicksal viel schlimmer als das von Bomberman erlitten haben. Ich habe gerade eines der gruseligsten Videospiele aller Zeiten fertig gespielt. Nun, hör mir zu, bevor du sagst, oh, es ist bestimmt eine Schwuchtel, die sich vor allem fürchtet. Ich habe mich noch nie vor Filmen oder Videospielen gefürchtet. Ich habe viele Survival-Horror-Spiele gespielt und bis jetzt viele Horrorfilme gesehen. Das einzige, was mich ein kleines bisschen gruselte, waren Parts von Penumbra oder Condemned. Amnesia war ziemlich gut, alles andere einfach nur langweilig. Dieses Spiel war anders. Um einiges anders. Dir wird nicht irgendeine Hintergrundgeschichte erzählt. Sobald du auf Spielen drückst, bist du mitten im Spiel. Trotzdem war es mir möglich, die Story zusammenzupuzzeln. Durch das Besiegen dieses Angstmachers. Anscheinend bist du ein Wahnsinniger. Der Name wird uns nicht gegeben. Aber du kannst ihn erraten, wenn du genau auf das Titelbild achtest. Aus irgendeinem Grund bist du aus irgendeinem Raum einer psychiatrischen Klinik entflohen, wo du dich verstecktest. Nun hat der entsetzliche Zustand deines Verstandes die Räume der Klinik in nichts als pechschwarzes Labyrinth verwandelt, dessen einziges Licht in den Wänden ist und in tödlichem Blau leuchtet. Dein Charakter ist anscheinend einer dieser verrückten Kannibalen, die du kaum kontrollieren kannst. Du kannst ihn dazu zwingen, um die Ecken der gruseligen Gänge zu gehen, aber ansonsten kann nichts getan werden. Dein Charakter scheint alles an sich zu reißen und versuchen zu essen. Alles, was vor ihm ist, wird in seinen Mund geworfen und er zermampft es. Während du das Spiel spielst, wirst du von vier abscheulichen und gruseligen Geistern verfolgt. Du kannst ihnen überhaupt keinen Schaden zufügen und wenn sie einem zu nahe kommen, folgt sofortiger Tod, indem sich der Geist an einem festklammert und dich aufreißt. Alles, was du hörst, ist das schreckliche Geräusch deines zerreißenden Körpers. Wie auch immer, du kannst ein paar seltsame Objekte im Labyrinth fressen, nach welchem der Zustand deines Charakters nur noch unstabiler wird.
Du kannst die Geister im wahrsten Sinne des Wortes essen. Dein Charakter kommt zu ihnen und verschlingt sie, bis nur noch die Augen übrig bleiben. Ich kann nicht in Worte fassen, wie entsetzlich und schrecklich dieses Spiel ist. Und ich will dir nicht die Überraschung ruinieren. Tu es einfach schon jetzt und probier es selber aus. Google das Wort Pac-Man und du wirst es im ersten Suchergebnis finden.